Die BG Bau kontrolliert eine Baustelle. Mein Kollege schreibt jetzt eine sofort vollziehbare Anordnung. Ja. Sie dürfen auf die Gerüststellung dürfen Sie drauf. Ja. Ja. Auf die Dachfläche ist leider nicht mehr. Sie können Ihr Material, Ihr Werkzeug noch runterholen. Dann. Cool. Dortmund. Hier sind Nico Schneppe und Thorsten Strohmeier im Auftrag der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, kurz BG Bau, unterwegs. Sie kontrollieren die Arbeitssicherheit auf Baustellen. Nicht ohne Grund. Allein 2022 gab es in Deutschland 74 tödliche Arbeitsunfälle. Thorsten, wir fahren zum. Da haben wir gerade eine Mitteilung bekommen bezüglich Dacharbeiten, Montagearbeiten für Photovoltaik. Dort sagte der Kollege, dass dass halt da Installationsarbeiten betrieben werden ohne Absturzsicherungen auf einer Dachfläche. Ja, so wird unser eigentlicher Plan ja durchkreuzt jetzt wieder. Ne? Hatten ja eigentlich vor, woanders hinzufahren. Ja, aber dann ist es natürlich so, wenn da akute Absturzgefährdung besteht, also Gefahr für Leib und Leben, dann müssen wir dann natürlich auch sofort agieren. Das machen wir auch und deswegen fahren wir dahin. Die beiden parken zwei Straßen hinter der Baustelle. Sie wollen die Arbeiten auf dem Dach zunächst von Weitem beobachten. Da habe ich doch was im Augenwinkel gerade gesehen, als wir mit dem Auto hergefahren sind. Ja? Ich meine, dass da oben jemand auf dem Dach gewesen ist. Ja, wir gucken mal. Ne? Also ich meine, ein Gerüst stand da, aber ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Gucken uns das mal an. Die Straße muss ja hier irgendwo sein. Ne? Und dann war noch hier. Oh, guck mal da. Ah, da sehen wir. Ich mach mal, warte, bleib mal ein bisschen zurück, ich mach mal ein Foto hier. Augenscheinlich sehen wir jetzt, dass dort Arbeiten auf der Stalldachfläche ausgeführt werden. An der Traufe sehen wir ein Gerüst, an den Ortgängen nicht. Ich denke, dass die Absturzhöhe so zwischen 5 bis 8 Meter besteht. Somit akute Gefahr auch für Leib und Leben. Und da müssen wir uns halt jetzt eben mal drum kümmern und würden uns einen näheren Einblick verschaffen, indem wir uns ja von der anderen Seite der Baustelle nähern. Ja. Die Baustelle ist nur eine Straße weiter. Hallo. Hallo. Da kann ich helfen, das ist bei uns. Ja. Mein Name ist Strohmeier, ich komme von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Wir müssen mal mit dem PV-Bauer reden. Augenscheinlich ist das ja jemand, den Sie beauftragt haben. Ja. Und da passt, also Gerüst haben wir an der Traufe stehen, nur uns fehlt noch ein bisschen was hier am Ortgang. Würden Sie beide bitte mal einmal runterkommen? So, jetzt haben wir hier folgendes Problem. Das Gerüst hat die sogenannte Überlänge, ne, die wir hier brauchen. Die ist jetzt zwar nur 60, aber man hat schon mal dran gedacht. Aber die ganzen Ortgänge hier, die sind alle nicht gesichert gegen Absturz. Ne? Und man sieht an der Unterkonstruktion, dass das Solarpanel direkt bis an den Ortgang geht. Und dann haben wir halt die Gefahr des Absturzes hier ca. 6 bis 8 Meter. Oben wahrscheinlich sind wir so bei 9 Metern. Und jetzt haben wir die Kollegen runtergebeten, dass sie erstmal vom Dach runterkommen. Die waren jetzt nicht unmittelbar im Gefahrenbereich, aber so können die auf jeden Fall nicht weiterarbeiten. Guten Tag. Ui, da sind ja viele Leute. Hallo, Strohmeier ist mein Name. Von der Hallo. Sie sind hier der Aufsichtsführende oder der Chef von der Firma? Ich bin ein Supi. Kollege Strohmeier, Schneppe mein Name, von der Berufsgenossenschaft. Sie führen ja hier Tätigkeiten aus auf der Dachfläche. Ja. Und so wie wir das jetzt gerade festgestellt haben, Sie waren jetzt nicht unmittelbar im Gefahrenbereich. Jedoch birgt die Arbeitsstätte, die Sie dort oben eingerichtet haben, halt die Gefahr des Absturzes. Ja. Speziell am Ortgang. Genau. Und auf die Dachfläche des anliegenden Gebäudes. Genau. Und so wie die Gerüststellung jetzt ist und die Absperrungen, die halt fehlen, können wir sie so nicht weiterarbeiten lassen. Nico Schneppe und Thorsten Strohmeier wollen, dass alle Arbeiter ohne Verletzungen nach Hause kommen. Gerne würde ich mir mit Ihnen einmal vielleicht von Weitem das Gerüst anschauen. Ja. Können wir da über die Hecke schauen oder müssen wir in den Garten gehen? Dann müssen Sie die Dame fragen. Aber ich habe jetzt nicht zugehört. Was nicht stimmt, kann ich die Herren jetzt bedenkenlos in den Garten lassen? Eigentlich schon, ne? Ja. Ja, sehe ich auch kein Problem. Wir gehen jetzt einfach mal rein, denke ich, und dann gucken wir. Sehr gerne. Also, genau, das würde ich gerne machen. Bitte, dann tun Sie das.
war nur etwas irritiert, weil ich wohne jetzt seit fast 25 Jahren. Ja, okay. Ich habe noch nie bei keiner von den ganzen Baustellen, auch von diesem Bauherrn, irgendjemanden rumlaufen von ihm. Ja. Thorsten Strohmeier bespricht mit dem Mitarbeiter der Firma die Mängel am Gerüst. Also was Sie jetzt sehen, Sie haben hier einen Aufgang nach oben. Ja, und ich würde vielleicht den Gerüstbauer bitten, er muss ja sowieso kommen, dass er Ihnen vielleicht vorne, auf das erste Feld kommen wir gar nicht so richtig drauf. Da müssen Sie schon einen sehr, sehr großen Schritt machen und das möchten wir natürlich nicht. Ja, genau. Ne? Dass wir da unten anfangen, dann haben wir, was der Gerüstbauer sehr gut gemacht hat, einen innenliegenden Seitenschutz eingebaut. Das heißt, der Absturz zwischen Bauwerk und Gerüst ist nicht gegeben. Und oben sieht das auch sehr gut aus. Was wir allerdings noch komplettieren müssten, wir müssen ein Stück nach rechts weiter rüber. Da muss man natürlich nicht auf dem Wintergarten des Nachbarns aufbauen, sondern es würde ja oben eine große Konsole reichen. Die Vorschrift sagt, einen Meter weiter als der Arbeitsplatz auf der Dachfläche. Ja, klar. Ne? So, und da das jetzt auch. Das heißt, da muss er ein Gitter dranhängen, höher bauen und dann ein Gitter dranhängen. Es würde ausreichen, wenn er das Gerüst an der Traufe, was wir ja haben, einfach nach rechts verlängert. Ja. Genau. Und das dann so weit, dass der vom Arbeitsplatz aus mindestens einen Meter nach außen, das würde völlig reichen. Zum Nachbarn reichen. Genau, richtig. Wir müssen jetzt nicht entlang des Gitterträgers, entlang der Dachfläche nach oben noch was haben. Das nicht. Nur zum Absturz. Genau, ne? Das heißt, wenn Sie die Dachfläche runterrutschen, dass Sie dann unten vom Gerüst aufgefangen werden, würde völlig ausreichend sein. Thorsten Strohmeier und Nico Schneppel kontrollieren, um Leben zu retten. Das ist wirklich gefährlich, ne? Oh. Das weiß ich nicht. Wir haben etliche Tote, ne, die ja so da echt elend verrecken. Ne? Und deswegen sind wir unterwegs. Ne? Das ist mir klar. Ist auch völlig in Ordnung. Also wir fahren so. Mein Kollege schreibt jetzt eine sofort vollziehbare Anordnung. Ja. Und die lässt keinen Spielraum für den Arbeiter. Die schriftliche Anordnung zeigt da ganz deutlich auf, dass da Gefahr für Leib und Leben besteht. Ja, das heißt, wenn da jemand runterfällt, in diesem Fall des Photovoltaikbauers, dass da mit schweren oder tödlichen Verletzungen zu rechnen ist. Der Verstoß gegen eine schriftliche Anordnung würde eine Ordnungswidrigkeit nach sich ziehen in Höhe von bis zu 10.000 Euro. Sie dürfen auf die Gerüststellung drauf. Ja. Ja. Auf die Dachfläche ist leider nicht mehr, weil halt wir die Seiten an den Ort gegen nicht gesichert haben. Ne? Was meinen Sie mit Dachfläche? Also an den Außenbereichen und auf die Dachfläche. Ne? 2 Meter Abstand. Ja, aber die haben Sie jetzt nicht sichtlich gekennzeichnet. Ne? Deswegen können wir Sie so erstmal nicht weiter lassen. Ne? Wo wir uns darauf einigen können, ist, Sie können Ihr Material, Ihr Werkzeug noch runterholen. Dann cool. Dann wird das Gerüst ertüchtigt, die Ortgänge werden gesichert und dann können Sie weiterarbeiten. Ja, ne? Super. Ja, der Rest wird mein Kollege Ihnen gleich nochmal erklären, was das mit der sofort vollziehbaren Anordnung auf sich hat. Mhm. Und genau. Ja, das ist, glaube ich, klar. Ne? Also, aber ich lass mich nochmal. Er macht das schon. Ne? Belehren. Ärgerlich ist, dass die Baustelle steht, das ist ganz klar. Das ist erstmal für meine Zeiteinteilung bedeutet das anders umplanen. Für mich, ich bin Subunternehmer, für mich ist das jetzt erstmal nicht so relevant, weil für mich da keine zusätzlichen Kosten auftauchen. Es ist für den Unternehmer, der einen Auftrag hat, blöde, weil er die Kosten unterbringen muss und für den Gerüstbauer. Grundsätzlich finde ich gut, dass die BG gibt. Da sind solche Maßnahmen einfach nötig, weil sonst passiert da nichts auf dem Bau. Ist schon klar. Sie haben Ihren eigenen Stift. Ja, guck mal. Wir müssen ja auch malen auf der Baustelle. So, würde ich Ihnen Durchschlag geben. Ja. Ich würde von Ihnen erwarten, wenn der Gerüstbauer seine Arbeit gemacht hat. Dass ich Sie anrufe? Eben anrufe oder schicken Sie mir gerne eben 1-2 Fotos per WhatsApp auch oder per E-Mail, wie Sie möchten. Mhm. Ich hatte Ihnen eine Karte versprochen, das möchte ich natürlich auch machen. Dann haben Sie meine Kontaktdaten nochmal, falls diese Anordnung verloren geht. Mhm. Ja? Ja. Und dann wäre das gut. Ich sage vielen Dank dafür. Schönen Tag noch. Und gutes Gelingen weiterhin. Ne? Ja, alles gut. Bis die Tage. Wir kommen noch mal rum und schauen uns das noch mal an. Ah, gut. Ja, okay. Alles klar. Gut. Danke Ihnen. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, wann genau? Nein, ich frage nur nicht, dass wir dann schon fertig sind, wenn Sie das kommen. Das kann ich Ihnen natürlich jetzt nicht sagen, meine Liebe. Ja, das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd. Aber ihr seht es ja von außen. Ne? Genau, aber Sie wollten einfach ja sowieso eine Rückmeldung geben. Ja. Und dann haben wir es doch. Okay. Ja, gut. Dann können Sie das ja auch steuern. Ja. Für Nico Schneppe und Thorsten Strohmeier war diese Kontrolle wichtig. Ja.
Also mich berührt es schon dahingehend, dass ich genau weiß, dass das wie Sand im Getriebe ist erstmal für die, dass das jetzt erstmal eine gewisse Zeit nicht weitergeht. Aber wir wissen auch ganz genau, wenn da jemand runterfällt, dann ist er schwer verletzt oder auch tot. Und somit ist das mehr, ja, finde ich das mehr als in Ordnung, dass wir da die Arbeiten eingestellt haben. Und wenn einer verunglückt, ja, ist das Geschrei groß, die Kosten sind groß, das persönliche Leid ist groß. Ja, und das geht es halt zu verhindern. Nico Schnippe und Thorsten Strohmeier kontrollieren die Baustelle in 2 Tagen noch einmal. Sollte das Gerüst immer noch nicht passen, droht der Firma ein Bußgeld.